Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum C++ Multithreading. Heute geht es nochmal darum, wie kann ich diese Threads ein bisschen synchroner gestalten, beziehungsweise wie kann ich das hier irgendwie verändern. Ihr habt es letzte Mal gesehen, wir haben hier wirklich komische Ausgaben. Wenn wir hier das Ganze hier uns angucken, dann wird hier unten irgendwie zuerst 8, dann 7 und dann 9. Also das ist irgendwie alles so ein bisschen zufällig. Und wenn ich es nochmal neu ausführe, dann kommt da auch was komplett anderes raus. Hier haben wir jetzt quasi zwei Threads gleichzeitig in der Ausgabe gehabt. Das kann alles passieren und damit müsst ihr rechnen. Was ihr aber machen könnt, das zeige ich euch dieses Mal. Und zwar zum Beispiel, wenn ihr Argumente übergeben müsst. Wir haben hier gesehen, wir brauchen einen Void-Stern-Pointer. Ja, was mache ich dann also, wenn ich hier irgendwie mehr Informationen als nur meinen Zähler mit übergeben muss? Naja, was ich mache ist, ihr müsst das Ganze kapseln, also in eine Klasse auslagern. Was ihr dann macht ist, ihr lagert das alles in eine Klasse aus. Das hat mich nur jemand gefragt, deswegen habe ich jetzt hier ganz kurz einen Einschub. Einfach alles in eine Klasse auslagern und dann ein Objekt der Klasse erstellen, all die Informationen, die ihr übergeben wollt, hier reinfüttern, also in so ein Objekt der Klasse, dann einen Pointer draus kreieren, also quasi über und, einen Pointer draus kreieren und das Ganze in einen Void-Pointer casten. Und hier drüben castet ihr das Ganze wieder zurück in einen Pointer vom Typ der Klasse. Und dann könnt ihr daraus wieder die ganzen Informationen extrahieren. So, das zeige ich euch jetzt nicht im Detail. Das solltet ihr so verstanden haben. Das ist auch eigentlich gar nicht so schwer. Man muss nur ein bisschen drauf klarkommen, dass man hier irgendwelche Pointer in Void-Stern-Pointer umcastet. Aber das kann mal in C++ vorkommen. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema und zwar zu diesem Null hier, was wir hier kreiert haben. Da drin kann man übergeben und zwar ein paar Eigenschaften für unsere Threads. Und was wir machen wollen ist, wir wollen diese Threads joinable machen. Joinable bedeutet, wir können nachher darauf warten, dass die fertig sind mit unserer weiteren Berechnung oder sowas. Das heißt, wir können zum Beispiel Ausgaben irgendwie synchron halten oder so. Ja, was wir dann also machen ist folgendes. Wir kreieren uns hier oben erstmal noch ein paar Argumente. Die kriegen wir mit pthread Bodenstrich. So, und das Ding heißt attr Bodenstrich t. Das ist auch ein Typ, das ist quasi ein Attribut für einen Thread. Und wir nennen das ganze Ding einfach jetzt mal, keine Ahnung, Attribut einfach. Attribute, okay. So, und was wir jetzt hier reinschreiben, das müssen wir uns gut überlegen. Wir sagen erstmal, okay, wir müssen das ganze Ding initialisieren. Das geht über die Methode pthread-attribute-init. Und da muss ein Pointer von diesem Typ hier rein. Das heißt, wir müssen jetzt hier auf die Adresse zugreifen und attribute. So, und jetzt sagen wir, okay, initialisier du mal das hier als Attribut von einem Thread. Okay. Soweit so gut, jetzt haben wir aber immer noch keine Informationen gesetzt. Das machen wir in der nächsten Zeile. Und zwar mit pthread Bodenstrich attr Bodenstrich. So, und jetzt set detach state. Und hier muss auch wieder erstmal natürlich der Pointer von unserem Attribut rein. Das heißt, ich muss das Ding da rein kopieren. Und jetzt muss rein, wie ich das ganz gerne hätte. Möchte ich es joinable machen oder möchte ich es nicht joinable machen? Wenn ich es joinable mache, kann ich darauf warten, ansonsten nicht. Was ich jetzt also mache, ist pthread Bodenstrich create Bodenstrich joinable. So, pthread create joinable bedeutet so viel wie ich kann drauf warten. Das ist eine Konstante, die ist einfach festgelegt in der Klasse pthread und deswegen auch kein Problem, deswegen können wir die so aufrufen. Okay. So, was ich jetzt mache ist, ich gebe hier nicht null über, sondern ich gebe die Attribute über. Und das mache ich, indem ich sage und attribute, also quasi alle Attribute werden an unseren Thread übergeben und zwar beim Kreieren schon, also beim Erstellen von dem Thread. So, und dann produziere ich mir hier unten dran einfach noch eine Vorschleife und zwar hier. Sage ich einfach mal for int i gleich 0. I kleiner 10 wieder mal, weil wir ja 10 Threads haben. I++. So, und jetzt sage ich hier drin, ich möchte ganz gerne einfach mal warten, bis alle Threads erstellt sind. Okay, also ich möchte
auf meine Threads warten. Das mache ich, indem ich einfach sage pthread Bodenstrich join, Klammer, Klammer. Das ist eine Funktion. Jetzt muss ich hier noch angeben, auf was für einen Thread ich denn gerade warte. Naja, das bekomme ich, indem ich sage thread von i. Okay, so, und jetzt brauche ich noch einen Status. Den schreibt man sich normalerweise in ein und-Status-Variable, die wir uns noch erstellen müssen. Das ist ein Void-Pointer. Den machen wir mal hierher. Void. Void-Status. So. Und was hier reingespeichert wird, ist, ob wir jetzt schon fertig sind. Beziehungsweise eigentlich könnte ich das einfach mal ausgeben lassen, dann ist es ein bisschen genauer. Okay. Jetzt sagen wir hier einfach ein Cout. Thread i ist fertig. Punkt. So, wenn ich das jetzt ausführe, dazu muss ich erstmal in die Konsole wechseln. So, wo sind wir hier? Okay, wir kompilieren erstmal und führen aus. Und ja, jetzt haben wir hier, wir kreieren Thread 0, Thread 1 und so weiter und so fort. Und dann sagen wir hier, okay, Thread 0 ist fertig. Thread 1 ist fertig und dann kommt aber erst Working Hard at 9. Aber 9 ist ja noch nicht fertig. Hier unten können wir dann sagen, Thread 9 ist fertig. So, was das jetzt gemacht hat, ist aber trotzdem nicht ganz so geil, weil hier oben haben wir zum Beispiel Creating Thread Working Hard at 45 stehen. Das heißt, erstmal kommt hier eine 4 und dann eine 5. Naja, kann man aber trotzdem noch synchroner halten. Wir warten hiermit tatsächlich einfach auf einen Thread, den wir gerade erstellt haben. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel sowas mache wie pthread join, dann definieren wir uns das einfach mal oben drüber. Hier. So, wir sagen jetzt hier pthread join i. Dann sagen wir, okay, eins unten drunter vielleicht, sonst haben wir den Thread noch nicht mal erstellt, das wäre doof. Wir wollen jetzt hier auf den Thread i warten und erst danach erstellen wir den neuen. Wie sieht das jetzt aus? Das ist jetzt quasi fast wieder sequenziell ausgeführt. Wir sehen hier, achso, ja, vielleicht sollte ich hier erstmal noch die Ausgabe auch kopieren, sonst ist es natürlich ein bisschen wenig aussagekräftig. Okay, wir sehen hier, gut, das hier unten könnt ihr ignorieren. Wir sehen hier, wir erstellen Thread 0, wir arbeiten in Thread 0 und wir warten tatsächlich, bis Thread 0 fertig ist. Dann erst erstellen wir den Thread 1, wir arbeiten drin und wir warten, bis er fertig ist. Das ist jetzt natürlich nicht so praktisch, weil jetzt haben wir im Prinzip wieder eins nach dem anderen abgearbeitet. Aber wir können so sagen, okay, wir warten auf einen ganz speziellen Thread, bis der fertig ist. Und erst dann erstellen wir einen neuen oder machen irgendwelche Berechnungen, wenn er zum Beispiel in irgendeine Datei reingeschrieben hat, was, keine Ahnung, 2-3 Stunden gebraucht hat, bis es berechnet wurde. Okay, so funktionieren Joins. Ja, im Prinzip war das auch von meiner Seite alles. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt jetzt mit Threads zumindest ein paar Sachen parallelisieren. Eigentlich solltet ihr damit fast alles parallelisieren können, was auch gut parallelisierbar ist. Oh, das ist ein furchtbares Wort, ich sollte aufhören, das auszusprechen. Naja gut, das war's von meiner Seite, wie gesagt, und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!